So, ups, das war das Falsche. Warte mal ganz kurz. Hey! Hi! Ja, so. Jetzt muss man kurz gucken hier. Wo zur Hölle? Also, erstmal herzlich willkommen zur vierten Folge. Mit dem Software-Setup. Wir werden heute uns um die Software kümmern. Ja, der Rechner ist jetzt komplett. Haben wir in den letzten drei Folgen, also eigentlich in den letzten beiden Folgen, die erste Folge war eine Vorstellung der Hardware, in den letzten beiden Folgen erfolgreich denn zusammengestellt. Wo bist du denn jetzt hier? Nein, ist auch alles falsch. Kamera 5. Aha, genau, das ist BIOS. Habe ich auch BIOS plus Kamera? Na. Na. Bzz. Bzz, 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 oh, bzz, bzz, bzz. Hä? Nein. Holy moly. So. Wartet mal kurz. Das mit dem BIOS Capturen bringt mich jetzt gerade komplett aus dem Konzept. Das war das hier. Das ist richtig. Aber wie habe ich hier nichts, wo ich das und meine Facecam drinne habe? Scheinbar nicht. Das heißt, das muss ich mir dann craften. Dann mache ich einfach mal dich duplizieren auf Workspace. Hey, halt, halt! Ich drücke jetzt immer auf die falsche Tastatur, das kann ja heiter werden. So, drei. Bumm. Und da kommst du raus. Du kommst raus. Nein, du bleibst drinne. Die vier ist das, das brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen das. Genau. Und das muss ich jetzt transformieren auf Bildschirmgröße anpassen. Genau. So, und jetzt muss das nur unter die. Genau. So. 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 Jetzt ziehen wir dich dahin, wo du nicht störst. Da zum Beispiel. Das Ding darf ich jetzt immer hier hin und her schieben. Wow. Okay. Lass mal das Ganze mal. So, du, dich brauchen wir, dich brauchen wir. Du kannst. Ich drücke immer auf die falsche Tastatur. Ich drücke immer auf die falsche Tastatur. Vielleicht sollten wir die zweite doch drin lassen, damit ihr seht, was für eine Scheiße ich hier baue. Dass ich immer auf die falsche Tastatur haue. Oh, ich habe nämlich hier zwei Tastaturen. Die von meiner Aufnahme, also die von meiner Workstation und die von dem Rechner, den wir ja gerade machen wollen. Und ich drücke immer hier rauf, statt darauf. Voll behindert. Welcher Mensch hat das Arbeiten mit Feldhafen erfunden? So, du kannst weg. Du kannst weg. So, du bist das, du bist das. Du kannst nach da, du kannst nach da. Eigentlich können die Beine noch viel kleiner gemacht werden. Kann ich nicht kombinieren? Hier wollte ich schon wieder raufdrücken. Da. Kann ich die? Nee, ich kann die nicht gleichzeitig. Doch, kann ich. Aha. Ja, dann kann ich so gleichzeitig. Nice. Muss ich sie. What? Oh mein Gott, was tue ich hier? Was tue ich? Oh mein Gott. So. Okay, die Dinger. Okay, so snappt der. Bup. Aber in der Höhe snappt er nicht. Die ist so ein bisschen dämlich. Ne, OBS? Was machst du noch schon für eine Kacke? Mit Shift, mit Steuerung, ach, mit Steuerung snappt er gar nicht mehr. Mit Shift snappt er normal und ohne Shift snappt halt auch normal. Naja, was soll's. So, egal. Wenn ich jetzt mit Steuerung beide klicke und jetzt kann ich den jetzt, wow, wird trotzdem nur eins skaliert. Gut, okay, dann ist das so. Dann muss ich das manuell machen. Steuerung E auf 600. 40 mal 360, okay. Und du auf 640 mal 360. What the fuck? Geht doch. So, in der Höhe snappt leider immer noch nicht. Ist mir auch völlig egal. Ich kann die einfach beide auf die gleiche Höhe bringen. Ja? Ich kann sie dazu bringen, mir zu gehorchen. So, du kommst noch ein Pixel runter. Das war ja fast. So, und jetzt kann ich sie beide, genau, und jetzt kann ich sie mal beide graben. Da, wo gerade Platz ist.
Okay, zum Beispiel hier unten. Da stört es gerade niemanden. So, okay, jetzt folgendes. Langsam mal, aber hier mal ein bisschen arbeiten. Ne? Es sind schon wieder 5 Minuten vergangen, wo ich nichts hinbekommen habe. Hallo. So, okay, also wir haben... Ja gut, ihr seht jetzt das Motherboard. Ich hier muss jetzt... Ich kann ja Vollbildvorschau machen, ne? Damit ich das hier auch auf meinem mittleren Monitor sehe, da. So, Vorschau. Tja, falsche Maus. Vorschau auf den. Das sieht gut. Perfekt. So, jetzt habe ich hier auch im Vollbild das BIOS und meine Kamera. Ich sehe also immer genau das, was ihr jetzt seht. Das heißt, ich merke auch sofort, wenn meine Face in the Face ist. Und kann mich dann rumschieben. Das sieht so behindert aus, wenn ich mich rumschiebe. Ich bin ein... Okay. So. Gut, was wir brauchen, ist jetzt folgendes. Wir haben... Tastatur funktioniert nicht mehr. Ich habe sie abgeschalten. Das erklärt einiges. So, genau. Wir haben ein... Achso, ja. Ich arbeite jetzt über die Capture-Karte mit der HDMI-Karte. Ne? Man muss, damit das mit der HDMI-Capture-Karte und dem Audio funktioniert, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, muss ich OBS stoppen, also die Aufnahme stoppen, muss OBS beenden, muss dann die HDMI-Capture-Karte einstecken und kann dann erst OBS wieder öffnen. Nur dann funktioniert alles. Ansonsten, wenn ich die Capture-Karte einstecke, während OBS gerade aufnimmt, kriege ich mit dem Sound das nicht mehr hin. Dann wird gar nichts mehr aufgenommen, soundmäßig. Ganz kurios, ich weiß nicht, was da los ist. Kann auch an Kubuntu liegen, also an Puls-Audio oder wie ist der Geier, was da schief läuft in dem Moment. Weil ich kann ja in Puls-Audio, kann ich ja auswählen, welche Audioquelle genommen wird. Aber darauf reagiert OBS nicht. Weil das Problem ist, wenn eine neue Audioquelle angeschlossen wird, dann springt Puls-Audio automatisch zu der. Sprich also zu der HDMI-Capture-Karte. Was an sich kein Problem ist, weil ich kann ja in Puls-Audio sagen, nein, nimm bitte vom Mikrofon auf. Aber OBS kriegt zwar mit, dass Puls Audio auf die Capture-Karte umstellt, kriegt aber nicht mehr mit, dass ich wieder zurückschalte. Also, wie gesagt, keine Ahnung, was da schief läuft, wo der Fehler ist, aber irgendwo ist ja der Hase im Pfeffer vergraben. Sagt man das? Keine Ahnung. So, genau das klappt. Wir haben 8 GB, wir haben DDR3 SRAM, genau. L2 Cache, das ist egal. Wir haben unsere beiden Festplatten, das ist ganz wichtig. Wir können mal das Datum und Uhrzeit einstellen. Wie war denn das? Change. Achso, plus und minus. Wow. Nein, jetzt mach ich schon wieder hier. Da. Da. Hey, wie geht denn das? Also, links und rechts ist Select Screen. Hoch und runter ist Select Item. Aber wie kann ich denn Monat und Jahr auswählen? Meine Herren, ich bin verwirrt. Achso, damit ihr wieder gucken könnt, wie ich Scheiße baue mit den Tastatureingaben. Okay, so, was jetzt? Okay, ich gebe einfach mal ein. Welcher ist denn heute? Heute ist der 21. Ja, er geht auch nicht automatisch weiter. Ich dachte, er geht wenigstens dann automatisch weiter, aber auch nicht. Wie kann ich jetzt am nächsten... Nee, da unten ist nur Exit. Wie kann ich denn zum nächsten Feld gehen? Select Screen, Select Item, Change File, Select... Ach, mit Tab. Nee, Tab geht auch nicht. Wenn ich jetzt erstmal Enter mache... Ah, okay, wenn ich mit Enter bestätige, dann geht er ins nächste Feld automatisch. Okay, so und ich sehe gerade, das ist wie diese komische Schreibweise, wo das der Tag... Nee, wo das der Monat ist. Das heißt, das hier muss... Das ist der 4. Wir haben April, den 10. Was? Nein. Na, genau, den 21. So rum. Deswegen hat er auch gerade gepiept, ne? Weil das mit der 10 im Monat nicht gültig war. Mit der 21 meine ich doch. Im Monat nicht gültig war. So, und das ist das... Klar, beim Jahr muss ich nachgucken, ne? 2022. So. Das stimmt. Uhrzeit ist ungefähr 13 Uhr. Alles andere ist völlig egal. Holt er sich dann später per Systemzeit. Es muss nur so einigermaßen stimmen, damit dieses Network-Time-Protokoll
nicht komplett Geist aufgibt. So. Keyboard Error kannst du reporten, macht aber nicht wirklich Sinn, weil man kann es ja dann nicht bestätigen. Also mit Keyboard. Es ist halt so dieser Meme, weißt du? Tastatur nicht gefunden. Press any key to continue. Nee, das geht nicht. Man kann höchstens die Power-Taste drücken. Aber die führt nicht zum erwünschten Erfolg. So, was ist da oben noch? Siehst du? Selbst mein Hund bestätigt das. So, Service Tag interessiert keinen. Dann haben wir noch CPU-Features. Da haben wir Cool and Quiet. Das ist dieses Speed-Stepping, ne? Damit der hochtaktet oder runtertaktet. Lalalala, dasselbe für AMD Power. Genau, Power Now, so hieß das Ding. Brauchen wir nicht. Visual Machine ist auch enabled. Ist beides also korrekt. Integrated Grafikkarte. Kann man nicht deaktivieren. Gut, dann ist wahrscheinlich automatisch deaktiviert, weil wir haben eine externe Grafikkarte. Das hier ist noch wichtig. SATA-Mode stellen wir auf AHCI, ist korrekt. Audio-Controller ist aktiviert, LAN-Controller ist aktiviert, LAN-Bootroom ist deaktiviert. PCI-Boot, Netzwerk-Boot brauchen wir nicht. So, der ist aktiviert und ist auf USB 2.0. Nee. Der muss auf Highspeed sein. So. Eben, Fullspeed war das alte. Was denn da los? Fastboot ist aktiviert, können wir auch aktiviert lassen. Den Splash-Screen kann man leider nicht deaktivieren, danke dafür. Hier ist mir eigentlich alles egal. Das hier ist bei manchen Rechnern leider auf angeschalten. Das heißt, sobald der Rechner Strom bekommt, geht er automatisch an. Das ist ein bisschen behindert. Da macht das hier mit diesem Last Power Stage schon mehr Sinn. Das heißt, wenn er an war, als er den Strom verloren hat, geht er auch wieder an. Aber wenn er aus war, dann bleibt er auch aus. Ja, also das könnte man höchstens noch aktivieren. Ich lasse ihn aber gerne einfach auf Power off, weil jeder Rechner hat einen Power-Taster. Wenn man ihn anhaben möchte, dann drückt man auf diesen verfickten Schalter. Ne? Macht Sinn. So, Auto Power On. Kann man nochmal extra deaktivieren und aktivieren? Achso, das ist für zeitbasiertes Einschalten. Verstehe. So, hier haben wir nichts. TPM gibt es ja hier noch nicht. Das ist ja nur, dass du nicht ins BIOS kommst ohne Passwort. So, Boot Device. Genau, da haben wir unsere beiden Festplatten. Wieso sehe ich hier nur eine? Weil ich die andere hier auswählen muss. Ja, Gott, diese alten BIOS, die sind noch so behindert. Ja, die heißen leider beide gleich, weil ist das gleiche Modell. So, du sollst, wenn du findest, erst von USB starten, dann, wenn du findest, von CD-ROM starten, wenn du sonst gar nichts findest, dann von Festplatte starten, was Removal Device bedeutet, weiß ich nicht. Das sind meistens, wenn du diese Kartenleser drinne hast, diese SD-Karte oder sowas. Das mache ich aber mal sicherheitshalber alles komplett raus. Einfach because it's stupid. Ach komm, hier kann man sogar auswählen, was es ist. Ja, not installed. Wobei Kartenleser ist ja installiert. Scheint also doch nicht zu sein. Wer weiß. So, CD-ROM haben wir keine. Kann also eigentlich auch raus, weil das Gehäuse hat. Du kannst ja nicht mal nachrüsten. Das Gehäuse hat ja keine Dinger dafür. Von daher nehme ich das auch raus. Macht keinen Sinn. So. USB-Device haben wir keine angeschlossen aktuell. Und Harddrive haben wir einfach eine von den beiden, welche auch immer welche ist. Da müssen wir eh gucken, erstmal, ob auf eine von den beiden was drauf ist. Gibt es hier eigentlich dieses Boot-Selection-Menü? Dieses Boot-Menü? Kann man das hier irgendwo aktivieren? Kann man hier nirgendwo aktivieren? Dann hoffe ich mal, dass man das immer machen kann. So, F10 ist Speichern und Save Configuration, Change and Exit. Ja. So, dann gucke ich mal jetzt, ob man da irgendwie was machen kann. F10, F12. Man sieht es nicht. Schnell, ich muss Dinge, weil ist ja unten rechts meistens. Also bei dem. So. Kann jemand lesen, was da abgeht. Macht er das jetzt jedes Mal? Och nö, ne? Das wäre natürlich ein bisschen, ich meine, gut, es ist bloß ein Tastendruck, ne? Aber das ist wieder typisch Dell, ja? Kauft euch niemals Rechner von Dell oder HP. Ihr werdet, also solange wie ihr den Rechner so benutzen wollt, wie er ist, okay. Aber versucht niemals daran irgendwas zu ändern. Ihr werdet nur in den Anus gefickt.
Und zwar ohne Gleitcreme. Ja, damit das mal hier klargestellt ist. Also, so. Wir wollen. Ich mache nochmal einen Neustart. Jetzt sehen wir ja unten die Tasten. Gucken, ob es F12 oder F10 ist. F12, okay. So, jetzt können wir mit F1 continuen. F12, 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 du Hurensohn! Sieht nicht so aus, wie als wenn es registriert, ne? Oder registriert hat. Gut, dann gehen wir nochmal ins BIOS. Dann wählen wir mal die andere Festplatte da aus. Dann scheint das mit dem Bootmenü, warum auch immer, nicht zu funktionieren. So, F2. Power? Nein. Boot. Da oben war's. Zum Glück weiß ich noch, wo da was war, ne? So, das heißt, wir machen jetzt die als die. Hat sich ja voll viel geändert. Ja. Gut, gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Also wir müssen ja noch F1 drücken. Gucken wir, ob da was drauf ist. Ob der. Ne, die scheinen beide leer zu sein. Gut, dann nehme ich meinen USB-Stick. Ich hoffe mal, hier sind die Sachen drauf. Meine Images. Gucken wir mal rein. Mehr als das jetzt. Okay, Audio funktioniert noch. Ne, bei USB will ich ja immer ein bisschen. Ne, weil das Mikrofon ist über USB angebunden, die meine Kameras sind über USB angebunden. Aber wenn man dann einen USB-Stick ansteckt, dann kann es sein, dass der USB-Controller da so Macken bekommt, dass er einfach alles abwirft. Was kein Problem wäre, wenn man kein OBS benutzen würde. Weil bei OBS erkennt er denn die Sachen werden ja reconnected. Aber das interessiert dann OBS nicht mehr. OBS sagt, Geräte wurden entfernt, ich mache nichts mehr. So, das ist zumindest der Knoppix Live-Stick. Der hilft uns ja schon mal weiter. Der startet das Ding erstmal mit Knoppix. Das reicht, das ist zum Gucken sowieso das Beste, um zu sehen, ob da was drauf ist auf den Festplatten. So, Stick wieder entfernt, funktioniert noch alles, Audio ist auch da. Test, test, hallo. Okay, gut, dann stecken wir den Stick mal in den zweiten USB 2.0 Slot drin. Ah. So, jetzt müsste. Was ist jetzt hier was? Du bist der Rechner. Bumm. Du füllte Vollbild. So, genau, jetzt muss ich jetzt hier Steuerung Alt entfernen. Genau. Perfekt. Eieiei, Alter. Wenn du hier so viele Parallelsysteme hast. So, F1 to continue. Missing Operating System, da ist Knoppix drauf. Oder es ist die UEFI-Variante. Ne, da müsste doch die normale Knoppix-Variante. Gut, warte mal kurz. Ich habe ja noch einen anderen Stick, wo Knoppix drauf ist. Ne, ich habe hier noch meinen alten USB-Stick. Da ist eine alte Version von Knoppix drauf. Also ob es eine alte, weiß ich gar nicht. Aber die läuft auf jeden Fall auch mit alten Legacy-Biosen. Ist ein Neustart. Kann sich ja nur noch um Jahre handeln. Aber da musst du echt jedes Mal F1 drücken. Wie gesagt, ist jetzt kein Problem. Aber nervend ist das schon. Also, das ist echt. Aha, da haben wir Knoppix. Nice, so. Gut, dann gucken wir mal, was Knoppix da so vorfindet. Wir haben 4 Prozessorkerne. Der eine hat nur 800 MHz, der andere zweite, ja, wie gesagt, ist halt ja, ein bisschen komisch getaktet. Der zeigt halt immer die Geschwindigkeit an, die der Prozessor in dem Moment hat. Ist ein bisschen blöd, aber gut, ist halt so. 8 GB Arbeitsspeicher und 64-Bit Prozessor, ne? So wie wir ihn von früher kennen. Wie gesagt, ich habe ja mit der Hardware früher Aufnahmen gemacht, ne? So vor 2-3 Jahren, 3-4 Jahren, war das ja mein Setup. So, Maus funktioniert nicht. Ist sie aus? Ja, ist aus. Jetzt funktioniert sie. Oh, Alter, ist ein Delay. Ui. Naja, durch die ganze Capture-Schleife, ne? Naja. Wird das Bedienen ein bisschen schwer sein, aber ich bin zumindest froh, dass die Capture-Card mit den verschiedenen Auflösungen so gut klarkommt. Deswegen, also, die Capture-Card an sich ist schon relativ gut, muss man schon ganz einfach sagen. Ne, bei der Capture-Card müssen wir nichts machen. Ich gehe mal hier mit der Auflösung direkt ein bisschen runter, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Das heißt, HDMI... Boah, Alter. Das heißt, HDMI machen wir mal auf. Ja, komm hier. Das ist eine gute Auflösung.
Oder ist das für euch noch zu wenig? Schwer zu sagen. Noch weiter runtergehen macht aber auch wenig Sinn. Ja, die Grafikfehler hier, die kommen jetzt durch Compositing. Bitte einfach ignorieren. Das ist halt leider so, wie es ist. Das Problem ist, die Auflösung darunter, das ist alles 4 zu 3. Ja, nee, dann bleiben wir bei der Auflösung. So, jetzt mache ich einmal hier Vollbild. Dann mal wieder Kleinbild und schon ist der Grafikfehler wieder weg. Der Grafikfehler wieder weg. So. Ja, hier ist er, wir haben hier richtig, guck mal, 3D-Desktop, Leute, das ist 3D. Also Performance pur. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was auf den Festplatten drauf ist, ob da was drauf ist. Wir haben einmal Files, da ist also auf jeden Fall was drauf und Home. Gut, ich gucke erstmal, ohne dass ihr mitgucken könnt, drauf. Ne? Man weiß ja nicht, was da so alles drauf sein könnte. Ihr könnt mein wunderschön Bild betrachten. Scheiße, jetzt sehe ich ja auch nicht mehr was drauf. Ich sehe ja auch nur das, was ihr seht. Ups. Wow. Gut, dann machen wir das Ganze halt anders. Dann gehe ich halt doch rauf. Wo war das jetzt? Workspace 3. Genau. Dann gehen wir aber erstmal bei Kommandozeile rauf. Ne? Wenn da irgendwelche Not Safe for Work Bilder drauf sind, dann sieht man die da wieder wenigstens nicht gleich direkt sofort als Vorschau. So, das heißt, wir machen Midnight Commander. Midnight Commander. Alter, die Taste tut aber ganz schön Delay. Und sagen. Achso, wir müssen ja noch einbinden. Mau. Erstmal gucken, wie die heißen. LS-Block. Das ist SDA und SDB. Also machen wir Mount SDA1 und SDB1. So, mit deinem Commander. Ja, hier ist das natürlich wieder relativ groß, die Schrift, weil die ja so schon so groß ist und dann auch nur bei der geringen Auflösung. Aber, ne, umso mehr könnt ihr sehen. Von daher easy. Was will ich jetzt überhaupt? Ach, ich bin nicht falsch. Ich muss erstmal. So. Jetzt nach Media. SDA1 ist die erste Festplatte. Da ist nur ein Home-Verzeichnis drauf. To be to T. Ach, das ist das Backup von meinem, also nicht Backup, sondern die Arbeitskopie von meinem alten To be to T Mindtest-Server. Lol. Ja, deswegen ist hier auch nur das Home-Verzeichnis drauf. Weil ich damit ein bisschen experimentiert habe. Ja. Hier mein Test und hier ist der To-B2T-Server drauf. Mit der Welt. Ja, nice. Gut, das heißt, die Festplatte können wir schon mal platt machen. Das ist geil. Und die andere Festplatte, da ist Stuff von meiner Schwester. Achso, ihre Bilder. Die können wir also auch platt machen. Weil das ist auch bloß eine Kopie. Gutchen, ja, passt doch. Dann würde ich mal sagen, einmal raus, ja, dann unmounten wir die Festplatte mal wieder. U, B. So, und jetzt machen wir wirklich komplett die Partition weg. Das heißt, wir beschreiben Nullen direkt auf die Festplatten. Und zwar Megabyte-Blöcke und dann einfach 16 an der Zahl, oder? Gleich mal 1024 an der Zahl, dann haben wir einen etwas längeren Schreibvorgang und können gleich mal gucken, wie schnell die Festplatten sind beim sequenziellen Schreiben, wohlgemerkt. Damit wir das auch sehen, nicht erst am Ende, brauchen wir einmal OFLAG Direct, damit wir auch die tatsächliche Schreibgeschwindigkeit sehen und nicht irgendeine gecachte. Und damit wir es auch sehen, während er es macht. So, let's go. Ja, so hatte ich auch in Erinnerung. 90 Megabyte pro Sekunde, genau. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, und SDB dürfte dann in der gleichen Kategorie liegen. Ist ja die gleiche Festplatte. Ah, die erreicht sogar nur knapp 80. Okay. Ja. Gutchen, jetzt sind die beiden Festplatten auf jeden Fall platt. Können wir nochmal mit SLS-Block verifizieren, brauchen wir aber nicht, weil wir haben gerade die Partitionssektoren überschrieben, die Partitionstabellen und auch die ersten Sektoren der Partition selber. Das heißt, man kann da erst, also
Das geht ja nicht darum, die Festplatten jetzt sicher zu löschen, sondern es geht ja darum, dass ein eventuell neu zu installierendes Betriebssystem da nicht irgendwas versucht zu erkennen, was da gar nicht ist. So, jetzt die Frage, was installieren wir? Installieren wir schön Ubuntu oder installieren wir Knoppix? Weil das Problem ist, warte mal kurz, wir haben ja noch, warte mal kurz, ja, warte mal kurz. Ich habe doch hier mein Stick, wo die ganzen Images drauf sind. Jetzt weiß ich aber nicht, das Ding ist glaube ich nicht UEFI-abhängig. Das heißt, der müsste auch starten von dem BIOS. Gut, dann machen wir mal hier jetzt ganz normal erstmal Feierabend. Die Festplatten sind jetzt erstmal platt. Das ist schon mal sehr gut. Oh, machen wir Shutdown. So, fahr runter. Fahr runter. Los. Mein, das dauert aber lange, du mein Freund. Und er ist aus. Sehr schön. So, dich brauchen wir nicht mehr. Und dann kommst jetzt du ran. Und dann gucken wir mal, ob er mit dem klarkommt. Aua. Jetzt habe ich hier zwei Rechner zu stehen. Das ist ja schlimm. Na komm, geh an. So, wieder die F1-Taste bereithalten. Ja, er kommt damit klar. Nice. Also, sieht zumindest erstmal gut aus. Oder? Wenn er so lange blinkt. Von den Festplatten kann er nicht versuchen zu starten. Da ist ja nichts mehr drauf. Ich bin verwirrt. Ich smashe mal die F12-Taste. Die reagiert aber gar nicht. Normalerweise wurde die Schrift von dem Tastenkey wurde dann immer dicker geschrieben, also richtig, war der richtig weiß. Aber das scheint er gerade gar nicht zu registrieren. Wobei ich hatte auch schon ein paar Mal das Problem, dass er das nur registriert hat, wenn man den Rechner eingeschalten hat. Komm, geh aus. Der reagiert auf diesen 3-Sekunden-Drücken nicht. Normalerweise geht ein Rechner, wenn du den Power-Taster 3 Sekunden gedrückt hältst, geht der Rechner aus. Das interessiert ihn mir aber gar nicht. Jetzt kann ich natürlich nicht jedes Mal nach hinten krauchen und die Stecker da ziehen. Also wieder Knoppix starten und den Rechner runterfahren. Geh doch mal rein da. Ist das wieder diese Superposition von USB, der so oft nicht passt, bis du nachguckst? Ah, passt doch. Ohne dass ich nachgeguckt habe. Ach ja, war ja der falsche Stick. Oder es war ja, ist ja schon dieser neuere. Drum nach da. Ich brauche den. Mann, Gottdammit. Aber jetzt zeigt er mehr an als letztens, ne? Ach, guck mal, da hat er jetzt auch Strike F1, Key to retry boot. Gottdammit. Kann ich jetzt ausschalten? Immer noch nicht. Ich hätte auch reagiert irgendwie nicht. Reagiert auf ein Reset? Wo ist denn der? Da ist er. Wow, auf Reset reagiert er auch nicht. Das ist ja das, was der eine da im Forum geschrieben hatte, ne? Dass der auf Reset nicht reagiert. Sehr komisch. Na gut, dann halt Steuerung Alt entfernen. Das macht er wenigstens. In guter alter MS-DOS-Manier. Wobei, da stand doch gerade, dass ich hätte F1 drücken können, um nochmal zu probieren. Von daher. So, hier ging das nicht direkt, ne? Das ging nicht. Nee, okay, das heißt, ich muss wirklich Knoppix in Nummer Level 2 starten, damit er nicht so lange hochfährt. Und dann aus Knoppix heraus wieder runterfahren. Das ist so grandios. Naja, wie gesagt, Dell und HP, kauft euch niemals Rechner von da. Das ist der größte Rotz. So, und jetzt init 0. Nenne ich init 9. Init 0. Ach ja, geht ja nicht mehr, so UEFI. Dann das Moderne. Shutdown.
oder direkt Power off. Und jetzt aus. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich so lange gebraucht, den Rechner runterzufahren, dass ich nicht mal mehr weiß, warum ich ihn runtergefahren habe. Lass nachdenken. Ich wollte noch gar nicht runterfahren. Ich wollte doch den von dem einen Stick da starten, wo das Ubuntu drauf ist, ne? Ich bin dezente Verwirrte. Okay. Dann, ja. Let's go. Was habe ich denn jetzt runtergefahren? Wollt ihr was machen? Runterfahren, hochfahren, hoch runterfahren. Ah ja, wegen F12 probieren. Genau, ob F12 funktioniert. Nachher einschalten. Nee, immer noch nicht. Okay, er akzeptiert F12 einfach nicht. Ah, okay, das ist das Ding. Ja, da war es der falsche Stick vorhin. So, tja, warum F12 beim Hochfahren nicht funktioniert? Weil im BIOS funktioniert die Tastatur ja. Also daran kann es nicht liegen. Naja, aber wie gesagt, mit diesen Hotkeys am Anfang hatte ich schon immer Probleme. Das liegt also, ja, irgendwo anders begraben. So, wir haben Windows 10. Ja, lass mal direkt installieren. Wir haben React OS, wir haben Kubuntu, wir haben Knoppix. Und normal Ubuntu haben wir gar nicht. Wollen wir ihn Debian installieren? Nee, ne? Wir machen mal. Ja, dann machen wir doch Kubuntu. Let's go! Let's go! It's me, Mario! So, wir wollen Language. Machen wir natürlich auf Deutsch. Dann. Ja, let's go! Dich brauchen wir nicht. Du kannst du, während der hochstartet. Versuche ich mal hier ein bisschen aufzuräumen. Ja. Schöne Lüfterkabelverlängerung hier. Habt ihr eh nicht gesehen. Haha. Pech gehabt. So, das können wir mal abbrechen. Ich weiß, dass das Stick funktioniert. Das ist ja vor allen Dingen für CD-ROM-Boot, dass die CD nicht beschädigt ist. Weil wenn ein USB-Stick kaputt geht, dann in der Regel so hart, dass der gar nicht mehr vom USB-Stick startet. Ne? So, du kannst weg, du kannst nach da, du kannst weg. Oh ja, da hat man gerade schön den Lüfter arbeiten hören. Ja, ja, die Lüftersteuerung bei dem Rechner ist wirklich ein bisschen dämlich. Entweder geht der Lüfter auf Hochtour oder auf Niedrigtour. So mit linearer Drehzahl macht er leider nicht. Von daher hört er immer so kurz auf. Aber gut, ist halt so. Rechner waren halt nicht immer geil. So, da ist er ja schon. Mann, ging ja schnell. Der Rechner ist ja viel schneller, als ich in Erinnerung hatte. Na gut, dieses User-Dings da, Wumpsters, braucht euch aber doch noch ein bisschen länger. Warum auch immer. So, du kannst weg. Du kannst nach da. Hallo, kommt da noch was? Diverse Schräubchen. Noch mehr Schräubchen. Weg damit. Na komm schon. Los geht schon mal. Sehr schön. Ah, das ist ja. So, Deutsch, Kubuntu können wir direkt installieren, ne? Ja. Das ist ja noch eine Schraube. Gut versteckt hier, mein Freund. Gut versteckt. So. Was will er denn von uns? Wir machen German Next Top Model. Normalinstallation, Installation von Drittanbieter und zusätzlicher, genau. WLAN haben wir noch keinen, also Internet haben wir noch keins, ist aber erstmal egal. Ich will die Kiste erstmal nur zum Laufen bringen. Internet können wir, also die ganzen Updates und so, die mache ich dann später irgendwann im Hintergrund, weil, wie gesagt, bei dem Internet, was wir hier zu Hause haben, dauern die Internet. Update, also die Updates übers Internet dauert Stunden. Das wollt ihr nicht miterleben. Von daher machen wir erstmal nur die Kiste jetzt so weit, ne, wie sie ist, funktionsbereit.
Ist zwar schon 2 Jahre alt mittlerweile, aber hey. So, wir wollen gesamte vollständige Festplatte verwenden. Das zeigt er aber nur die eine an. Das heißt, wir müssen die andere manuell auswählen. Wir brauchen Folgendes. Machen wir hier Maximum. So, wir brauchen SDC, ist unser USB-Stick. SDA, die haben eine komplette Laufwerk zur Partitionierung angegeben. Wenn Sie fortfahren, eine neue Partitionstabelle anlegen, werden alle darauf gespannten Spaten gelöscht. Ja. So, auf DB auch. Ja. So, jetzt sind die beiden schon mal partitioniert. So, und da wollen wir jetzt eine neue primäre Partition am Anfang des Bereichs mit ext4 haben. Als das ist SDA. SDA machen wir root. So, und du bist primär ganze Partition am Anfang, Journaling. Und du, mein Lieber, wirst nämlich die Home-Partition. So. Ist das so korrekt? Das sieht doch so korrekt aus, ne? Haben wir eine Partition für das gesamte System und eine für ganzen Benutzerdaten. Das ist doch passend. So, formatieren soll er die beiden Partitionen, alles andere nicht. Sieht man das auf der Kamera überhaupt so? Also im Video? Mal gucken, was denn durch YouTube alles weggerendert wird. So. Ja. Ich hätte mal mit KUbuntu, mit Knoppix mal gucken können, wie die Smart-Werte der Festplatten aussehen, by the way, ne? Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, fällt mir gerade mal so auf. Und KUbuntu hat Smart nicht bei, ne? Also ich kann es nachinstallieren, ja, aber da brauche ich halt wieder Internet. Egal, so ist auf jeden Fall erstmal alles richtig. Und den Bootloader installieren wir auf. Oh, SDA macht ja Sinn, ne? Genau. Jetzt installieren. Okay, wenn sie fort waren, wären alle unten aufgeführten Änderungen. Wenn alle unten aufgeführten Änderungen geschrieben, bla 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 bla. Partitionstabellen werden geändert von SDA und SDB. Und SDA 1. Was? Achso, Partition 1 auf SDA, also SDA 1 ext4 und SDB 1 auch 4. Genau. Das sieht so korrekt aus. Let's go. So, das wird ein bisschen brauchen. Wie gesagt, so langsam ist KUbuntu zum Glück nicht auf HDDs. Wir reden hier von fucking Linux. Das heißt, das sollte hier bei Zeiten auch durch sein, die Nummer. Dann können wir mal gucken. Ich werde wahrscheinlich doch einen USB-Stick Dongle ranhängen, also einen WLAN-Dongle, damit wir auch mal, weiß nicht, Mytest installieren können. Und dann mal ein bisschen gucken können, was wir mit der Kiste. Also ob die Kiste. Ich meine, wir haben ja schon unter Knoppix gesehen, dass der 3D-Desktop zum Beispiel funktioniert hat. Also die Grafikkarten und so funktioniert auch alles. Aber halt zumindest ein bisschen einrichten. Wir können das Ganze natürlich auch aufteilen, dass wir sagen, wir schließen, also wir installieren jetzt, gucken, ob das installierte System funktioniert und wenn alles funktioniert, dann sagen wir erstmal Feierabend und Rest machen wir dann als weitere Folgen. Ich glaube, das mache ich sogar. Genau, wir installieren jetzt KUbuntu, gucken, dass KUbuntu läuft. Dann werde ich die Aufnahme beenden. Ich werde dann heute im Laufe des Nachmittags und des Abends die ganzen Updates installieren. Also sudo apt-update und dann sudo apt-upgrade. Das durchführen. Sonst werde ich erstmal nichts machen. Und alles andere machen wir dann morgen gemeinsam. Da mache ich dann morgen halt weitere Folgen. Wie ich denn so die nötigsten Programme installiere. Ich meine, sowas wie LibreOffice und sowas ist ja alles schon vorinstalliert. Aber also ich will zum Beispiel dieses G-Smart-Control installieren, um zum Beispiel den Zustand der Festplatten überwachen zu können. Dann würde ich Anydesk installieren, damit ich den Rechner auch aus der Ferne warten kann, weil der andere Herr hat keine Ahnung. Und damit ich ihn auch überwachen kann und bei der NASA verpfeifen kann. NASA? Quatsch. Bei der irgendwas halt. CIA, CSI, Miami, was auch immer. Nee. Er muss ja immer bestätigen. Ich meine, ich kann Anydesk auch so konfigurieren, dass man es nicht bestätigen muss. Aber spätestens dann würde er trotzdem so ein aufgeplopptes Fenster bekommen mit Verbindung wurde aufgebaut. Ob man auch das verhindern kann, weiß ich gerade gar nicht. Da soweit habe ich noch nicht nachgeguckt.
Aber ich weiß, dass man sich anmelden kann mit AnyDisk an einen Rechner, ohne dass man es bestätigen muss, dieses unbeaufsichtigte Verbinden. Weil das ist ja das, was ich auch nutze. Ne? Wenn ich mich von der Arbeit mit meinem Rechner hier zu Hause verbinde, dann mache ich ja genau das. Von daher weiß ich, dass das geht. Ja. Genau. Was? Installier mal. Erzeuge das Dateisystem für Home. Ist immer noch beim Formatieren? Liga. Wie lange sind denn die Festplatten? Ich hätte mal doch erstmal mit Smart drüber bügeln sollen, ne? Wenn er hier immer noch beim Formatieren der Festplatten ist, das sieht mir nicht sehr richtig aus. Naja, lassen wir ihn mal machen. Das Problem ist halt, die Powerleuchte, die HDD-Leuchte. Ich guck mal, die HDD-LED, der flackert jetzt so ein bisschen. Also er scheint wirklich irgendwas zu machen. Aber der braucht schon ganz schön lange, ne? Oder wartet ihr, weil ich hier noch Sachen einstellen muss? Digga, worauf warte ich hier eigentlich? Das ist richtig. Wieso habe ich nicht weitergemacht? Was ist los mit mir? Da ist die ganze Zeit, wählen sie irgendwas und ich mache nichts. So, Name ist, ich lasse das Ganze erstmal relativ blank. Kann er denn selber alles einstellen? Kann man ja umändern. Einfach aus Datenschutzgründen will ich das jetzt hier nicht zeigen. Ne? Bumm. Geiler Name, passt immer. So, Benutzername ist etwas, was er selber nicht sieht, sondern was man zum Beispiel nur dann sieht, wenn man die Konsole öffnet und ähnliches. Und jetzt nennt mich bescheuert. Es stimmt wahrscheinlich auch. Aber ich nenne mein System Benutzernamen immer so, wie das Betriebssystem heißt. In dem Fall würde ich es also Ubuntu nennen. Der Benutzer heißt also Ubuntu. Wie gesagt, es stammt aus der Zeit, wo ich halt noch Knoppix genutzt habe. Weil da der Standardbenutzer intern Knoppix hieß. Ne? Und von da habe ich mir das halt auch angewöhnt, das immer genauso zu benennen. Deswegen nenne ich halt meinen Benutzer bei Ubuntu halt Ubuntu und bei irgendwelchen Testsystemen halt so, wie das jeweilige System heißt. Ja. Macht nämlich auch Sinn, also es hilft mir zum Beispiel, wenn ich jetzt per SSH auf ein Gerät drauf zugreife und ich jetzt auf den Rechner zugreife, wo eigentlich Ubuntu drauf sein müsste und ich auf einmal auf den Raspberry Pi zugreife, wo der Benutzer ja Pi heißt, dass ich dann da merke, hups, irgendwas funktioniert da nicht. Wenn aber überall jetzt Ronny stehen würde, zum Beispiel, naja, dann, ne, würde ich es daran nicht merken. So, Passwort machen wir. Super kryptisch, komplexes Passwort. Brauche ich eine Sicherheitsstärke? Ah, ne, schauen wir nicht. Gut, da können wir ein beliebiges eingeben. 1, 2, 3, 4. So. Oder komm, ganz klassisch, das sicherste Passwort der Welt. 2007 08 31. Wer mir sagen kann, wofür dieses Passwort steht, kriegt ein Eis. 08 31. So, sehr schön. Name des Rechners. Da mache ich mal das Ubuntu weg. Nein, das i sollte bleiben. So, ein Passwort. Der Typ macht eh nichts Sinnvolles, also mache ich einfach automatisch anmelden. Also mit dem Anmelden kommt er eh nur durcheinander. Und sein alter Rechner, der hochgegangen ist, der war ja auch so eingestellt, dass sich Windows automatisch angemeldet hat. Ach so. Er hat noch XP genutzt. Wollte ich nur mal so sagen. So. Gerade hier unten war irgendwas mit 97%, ne? Ist er jetzt fertig? Hallo? Ah ja, da macht irgendwas. Das Systemgebieteschema wird eingerichtet.
Festplatte flackert auch so schön vor sich hin. Sehr gut. Aber ich glaube, irgendwie, ich habe die HDD-LED echt falsch rum drinne. Weil erstens leuchtet die so ultra schwach. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass sie invertiert leuchtet. Dass sie dann aus ist, wenn die Festplatte gerade was macht. Oder? Werden wir sehen. Werden wir sehen, wenn Knoppix hochgestartet ist. Knoppix, Kubuntu hochgestartet ist. Dann, ja. Ausführende Hardwareerkennung. Bitte warten. Geräte werden eingerichtet. Bitte warten. Bitte warten Sie. Bitte warten. So. Warum sollte ich mein Mikrofon so weit weg? Obwohl, ich meine, da habt ihr wenigstens freie Sicht. Da, da hinten ist mein Mikrofon. Wer macht sowas? Warum ist hier eigentlich mein Ordner offen? Macht das Sinn? Eigentlich nicht wirklich. So. Alter, die Bildschirme sind so hell, dass er halt komplett runterregelt und man die Tastatur und alles hier einfach gar nicht mehr sieht. Ist schon heftig. Ist schon echt heftig. So. So, was macht er jetzt noch? Achso, Geräte wird eingerichtet. Immer noch. Der braucht aber ganz schön lange. Ich wollte gerade fragen, seht ihr eigentlich alles, was ich hier mache? Aber ich sehe ja genau das, was ihr seht. Also, wenn ihr irgendwas nicht gesehen hättet, dann hätte ich es auch nicht gesehen. Und viel praktisch. Ich sollte das öfters machen mit dieser Vorschau. Weil das Schöne ist ja auch bei... Ich meine, ich habe ja bei diesen... bei den Testaufnahmen habe ich ja schon gemerkt, dass der Delay zwischen my actual screen und der Vorschau von OBS ist halt so nicht vorhanden, dass ich halt wirklich mit der Vorschau spielen kann. Ohne da irgendwie eine Verzögerung wahrzunehmen. Ja. Ja. So, Ausführung von DPKG. Okay, das sind jetzt die letzten Schritte, die er gerade macht. Sollte also gleich fertig sein. Sehr gut. Mann, bin ich froh, dass er keine Updates macht. Das macht aus einer 5-Stunden-Installation eine... Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Keine Ahnung. Viertelstunden-Installation oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt noch langsam werden könnte, wären halt die Festplatten. Weil so genau kenne ich den Zustand der Festplatten nicht. Deswegen will ich auch so schnell wie möglich hier Smart Control drauf installiert haben. Einfach, aber ich würde mal sagen, wie gesagt, installieren wollen wir eigentlich erst morgen. Und da ich aber jetzt schon wissen möchte, was da abgeht mit den Festplatten, werden wir den Rechner wahrscheinlich nochmal kurz mit Knoppix starten. Weil bei Knoppix ist nämlich dieses G-Smart Control mit standardmäßig mit vorinstalliert. Das heißt, da können wir direkt mal reingucken in die Festplatten. Ob die da schon anfangen rumzuschreien, dass sie da 500.000 defekte Sektoren haben. Oder irgendwie so. Oder alles defekte Sektoren sind. Ja. Leider kann man hier während der Installation von Kubuntu, zumindest wenn man sie direkt aus dem Auswahlmenü heraus startet, nicht hier ein Terminal öffnen. Ne, wenn ich jetzt hier sage, irgendwie, weiß nicht, Steuerung Alt, ist einfach genau gar nichts. Ja. Sonst könnte ich jetzt hier die Message aufrufen und gucken, ob da irgendwelche Fehlermeldungen gedroppt werden. Sieht man hier leider nicht. Also in dem, ne, ist aber nicht nur bei Kubuntu so, sondern auch bei diversen anderen Installationsroutinen von diversen anderen Distributionen, dass man da kein Terminal irgendwie bekommt, wo irgendwelche etwaigen Fehlermeldungen aufblitzen. Tja. Naja. Ist dem halt so. Was installiert der denn da jetzt? Der kann doch gar keine Updates ziehen. Naja. Schauen wir mal. Und ich installiere vielleicht, auch wenn ich das nicht standardmäßig mitstarte, dieses GKrell-M, das was diesen Systemmonitor, den ich hier habe. Das Ding hier. Diesen Monitor. Den werde ich vielleicht auch noch mal raufziehen. Einfach because it's cool. Und ja. Fliegt jetzt ernsthaft eine Biene rum?
Clubs, ja. Ist so hier kein ASMR-Club? Ich kann mal ganz kurz gucken hier. Ich gehe mal ganz kurz ins Video rein. Mal gucken, wann wir mit der eigentlichen Installation gestartet haben. Mit der Installation gestartet haben wir 35 Minuten. Das heißt, er braucht seit jetzt so ungefähr, ja, wow, er hat genau eine Viertelstunde gebraucht. Habe ich doch gut abgeschätzt, oder? Schönes Ding, du, schönes Ding. Okay, sehr gut. Ja, hier raufklicken macht jetzt wenig Sinn. Zum Glück könnt ihr es eh nicht sehen. Ich brauche meine Maus, wo sie da sind. Da, ja, ne. Klicke die Klick, klick, klick. So, neu starten. Jetzt tut er wahrscheinlich direkt mit Kaubuntu hoch. Ah ne, er fragt ja erstmal mit entfernen. Das ist meine Chance, um dem hier den anderen Stick reinzuwürgen. Wo ist denn der? Ach, da, ne, wie habe ich den unten hingepackt? Ob ich behindert bin, habe ich gefragt. Sag mal. Was brauchen wir jetzt so lange? Aha, aha. Stop job is running for session C1 of user Kubuntu. Na, eine Minute hast du noch, ne? Danach gibt's Smash Dance on the floor. Ja, weil die HDD-LED ist jetzt gerade die ganze Zeit an. Und als er gearbeitet hat, hat die ganze Zeit ist sie kurz ausgegangen. Ich glaube mal, die HDD-LED ist irgendwie falsch rum. Ist technisch gesehen völlig egal. Ne? Die HDD-LED interessiert in der Praxis sowieso keinen mehr. Ich meine, bei heutigen Rechnern gibt es ja meistens gar keine HDD-LED mehr. Gerade bei Laptops zum Beispiel, die haben ja nie, also alle neueren ThinkPads, die ich so kenne, die haben ja keine HDD-LED mehr. Es gibt ja sogar Laptops, die sind so blöd, die haben nicht mal mehr eine Power-LED. Like, what the fuck? Ich meine, klar, man kann jetzt mit der, ne, mit der Systematik rangehen, ja, wenn der Rechner an ist, dann siehst du das daran, dass der Bildschirm an ist. Aber das ist halt nicht immer der Fall. Und ich will wissen, ob ein Rechner wirklich aus ist oder nicht. Und dann gibt es auch noch Rechner, ja, die gehen noch einen Schritt weiter. Genau, jetzt habe ich, genau, please remove the disks. Ziehe ich den mal raus und stecke mal meinen Knopfstick rein. Das bist du. Klingt gefährlich. Ja, ja, ist klar. Und jetzt machen wir Enter. So, genau. Was soll ich sagen? Genau, es gibt Rechner, die sind so behindert. Ich weiß nicht, ob es in dem Moment am Rechner liegt oder an Windows. Aber die sind so dreist, also in dem Fall Windows ist so dreist, dass wenn der Rechner runterfährt, ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwann mal erzählt, wenn der Rechner runterfährt, dann wird noch bevor der Rechner aus ist, und zwar Sekunden bevor der Rechner aus ist, wird schon die Power-LED vom Gehäuse abgeschalten. Like, what the fuck? Weißt du, ich bin da auf Arbeit bei mir, das war übrigens so ein Kardell-PC, oder? War der von HP? Nee, Quatsch, der war von HP. War so ein KKP-PC. HP-PC, geil. Da, also das war so ein Fertigkauf-PC, da war halt kein Betriebssystem drauf. Und weil wir hatten da neue 3D-Drucker und 3D-Scanner und dafür brauchen wir halt neuere Rechner, weil diese Software irgendwie neuere Grafikkarten braucht, dies, das, Ananas. Auf jeden Fall, neue Rechner mussten angeschafft werden, darauf sollte dann Windows 10 installiert werden, das habe ich dann halt gemacht, weil wegen Admin. Und ja, da habe ich Windows installiert und wollte den Rechner runterfahren. Und was machst du, wenn so ein Rechner auf deinem Arbeitsreck steht? Dann fährst du den Rechner runter, ziehst die Stecker ab und bringst dann den Rechner dahin, wo er letztendlich hin soll. Und ich bin da fast ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, als die Power-LED ausgegangen ist. Ich dachte, der Rechner ist aus, ich die Stecker ziehen möchte und sehe, da leuchtet noch alles. Ich hätte da beinahe einfach die ersten Stecker gezogen, während Windows noch runterfährt. Also, wie dumm können Hardwarehersteller und Softwarehersteller eigentlich sein? Weißt du, wenn ich mit einem Rechner arbeite und die Power-LED ausgeht, dann muss ich doch davon ausgehen können, dass der Rechner auch
sicher aus ist und ich die Stecker zum Beispiel ziehen kann und nicht einfach die Stecker ziehe, während Windows dann runterfährt. Ja. So viel zu HP und Dell. Ne? Deswegen, von den beiden bitte nie Rechner kaufen. Wie gesagt, ich weiß in dem Moment nicht, ob es am BIOS liegt oder an Windows. Ich meine, letztendlich muss der Vorgang ja durch Windows ausgelöst werden. Weil der Rechner weiß ja nicht, wann Windows am Runterfahren ist. Außer Windows sagt, ist der Hardware. Also Windows muss da schon mitgespielt haben in dem Moment. Weil ich habe auf dem Rechner auch natürlich Knoppix angehabt, um bei der SSD Secure Erase durchzuführen. Und als ich den Rechner mit Knoppix runtergefahren hatte, hat er nicht solche Sachen gemacht. Deswegen, also es war nur, als ich den mit Windows runtergefahren habe. Deswegen ist die Frage, ob das Windows allgemein bei Rechnern versucht, die das unterstützen, oder ob das da wirklich die Treiberkombi zwischen Windows und Dell war. HP. So, Compets. Nee, wir brauchen Systemwerkzeuge und wir brauchen G-Smart Control. Ich sollte mal die Auflösung wieder runterstellen, ne? Damit ihr wieder schön viel seht. So. Ausgabegeräte. HDMI. Auflösung. Auflösung sagt klein. So. Warum habe ich hier Grafikglitches? Was nicht? Ach nee, ist einfach nur beides. Wow, grau und grau. Die Capture-Karte kommt irgendwie ganz schön schlecht mit Farben klar. Kann das sein? Hier wirkt alles, was weiß ist, wirkt so gräulich. Ich meine, daran, dass es analoge Signale sind, kann es nicht liegen. Ist eine HDMI-Verbindung. Die ist digital. Also warum interpretiert er da manche Sachen falsch? Naja. So, da. So, da haben wir schon mal ein paar rote Backen. Okay, der hat 4 defekte Sektoren. Es ist noch weit im grünen Bereich und muss per se erstmal nichts Schlimmes bedeuten. Solange diese Anzahl mit der Zeit nicht schlimmer wird. Ja, das ist immer der entscheidende Punkt. Die Zahl darf nicht mit der Zeit schlimmer werden. So, da haben wir auch die Sachen. Genau. Alter, das sieht hier auch alles. Also, die Capture Card kommt mit geringer Auflösung und finde ich so ganz klar. Genau, das ist alles der gleiche Sektor. Die gleichen Sektoren. Ist also scheinbar ein Sektorbereich. Also, etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Aber der Bereich geht hier über 7 Sektoren. Hier zeigt er aber nur. Obwohl, na gut, das sind ja erstmal nur Lesefehler. Neu zugewiesen werden die Sektoren ja erst, wenn Schreibfehler entstehen und der dann nochmal schreiben kann. Wenn Lesefehler entstehen, ist das nämlich hier dieses komische Pending, wo ist denn das? Da. Und der ist auf 0. Warum das? Ja. Und nicht verwirren. Was? Der Wert, glaube, genau, ist glaube ich direkt der Wert, ist bei Seagate-Festplatten unglaublich hoch. Das hat aber nichts zu bedeuten. Das steht doch, glaube ich, irgendwo. Nee, da war es doch ein anderer Wert, der unglaublich hoch geht. War das der Wert? Nee. Doch, genau, hier. Note. Thumb Drives, EG Seagate, die haben relativ hohe Werte. Das ist sowieso missverstanden. Dieser Wert ist sowieso normalerweise relativ hoch, weil, so wie ich das verstanden habe, bitte nicht für wahre Münze nehmen, ist der Wert, je kleiner er ist, desto schlimmer es ist, weil das anzeigt, wie viele Fehler seit dem letzten Fehler, wie viele Lesevorgänge seit dem letzten Fehler verstrichen sind. Das heißt, je mehr Lesevorgänge erfolgreich waren seit dem letzten, desto besser ist das. Deswegen ist der Wert sowieso immer relativ hoch. Ne, ich habe hier auch 119. Jetzt ist natürlich die Frage, 119 was? Ich meine, der hat definitiv mehr als 119 Sektoren gelesen seit dem letzten Vorgang. Obwohl, kann sein. Keine Ahnung. Ja. So, okay. Gut, das sieht schon mal gut aus. Auch die ganzen Buttons, die kannst du fast gar nicht erkennen. Das verstehe ich auch teilweise nicht, ja. Smart sagt einfach, ja, gut,
obwohl das Ding schon vier defekte Sektoren hat. Was eigentlich nicht so geil ist, weil NAS-Station zum Beispiel, da hast du das Problem, dass die erst dann rote Backen machen, wenn Smart rote Backen macht. Das heißt, wenn eine Festplatte aufweise fehlerhafte Sektoren bekommt, aber hier immer noch sagt, es passt, dann meckert die NAS, also diese Network Storage, meckert er nicht rum, sondern tut einfach so, wie als wenn alles in Ordnung wäre. Auf Arbeit, da haben wir NAS gehabt vom Kollegen. Okay, hier ist auf 0. Sehr schön. Und auf B waren auch die ganzen Home-Daten. Das heißt, wenn die Festplatte A abstirbt, dann ist bloß das Betriebssystem betroffen, aber nicht die ganzen persönlichen Daten. Das sieht doch schon mal gut aus. Das hier ist völlig normal. Das kann am defekten Netzteil zum Beispiel liegen. Oder daran, dass der Stecker nicht richtig fest drin war. Guck mal hier, Alter. Die Button, die kann man gar nicht richtig sehen. Alter, ist ja schlimm. Was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung. Genau. Da hatten wir NAS, wo eine Festplatte über 1000 defekte Sektoren hatte. Und ich habe es nur durch Zufall gesehen, weil ich mich in diese NAS per SSH eingeloggt habe und da Smart Control laufen ließ. Also hier, dieses könnt ihr auch mal gerne machen bei euren Rechnern, wenn ihr Linux habt. Smart Control, dann A und dann dev sda. Da kriegt da hier so ein paar, was? Protoding sudo? Warum Protoding? Also unter kubuntu Protoding sowieso sudo, aber unter Knoppix doch nicht, normalerweise. Egal. Auf jeden Fall kann man hier sich auch die Rohsachen auslesen lassen. Und da habe ich halt, ne, hier steht ja auch dieser Wert drinne. Und da habe ich dann halt gesehen, dass der Wert auf 1000 noch was war. Irgendwie 1087 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also knapp über 1000 auf jeden Fall. Und da bin ich dann fast vom Glauben abgefallen und habe geguckt, warum hat denn die NAS-Festplatte keinen Alarm geschlagen? Ja, weil laut Smart hier oben der Wert immer noch auf Past war. Bei über 1000 neu zugewiesenen Sektoren. Ich meine, man kann davon ausgehen, weil die Festplatte hält ja Sektoren vor. Das heißt, du hast hinter dem eigentlichen Datenbereich noch einen Bereich Sektoren, die durch das Betriebssystem nicht angesprochen werden können, sondern wenn die Festplatte merkt, okay, ich habe defekte Sektoren, dann remappt es diese Sektoren auf diesen Bereich, der noch fehlerfrei ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, solange wie ich da noch Reservesektoren habe, ist ja eigentlich alles im grünen Bereich. Aber meiner Meinung nach ist das eben nicht der Fall, weil defekte Sektoren ist definitiv ein Zeichen dafür, dass die Festplatte bald den Geist aufgibt. Und dann sollte da nicht einfach stehen, alles im grünen Bereich. By the way, heißt das hier auch gar nicht, alles im grünen Bereich, aber scheinbar gehen manche NAS-Festplatten davon aus. Naja, gut. Hätte man das auch abgeschlossen? Also die Festplatten sind im grünen Bereich. Die zweite Festplatte, SDB auf jeden Fall. Die erste Festplatte ist noch im grünen Bereich. Von daher würde ich mal sagen, easy. Gut, dann starten wir jetzt einmal Kubuntu. Und dann, wenn das erfolgreich war, ist die Aufnahme damit auch beendet. Ging auch schon wieder über eine Stunde. Aber die zweite Aufnahme war die längste, ne? Die zweite Folge ging ja fast 2 Stunden, oder? Nee, 1,5 Stunden. Die erste ging 1 Stunde, dann 1,5 Stunden, dann die dritte, also die letzte ging etwas über 1 Stunde und jetzt sind wir auch etwas über 1 Stunde. Ja, guter Trend. Gut Trend. So, starten. So, USB-Stick kann weg. Diesmal auch da, wo er hingehört. Also, ja, Mann. Da würde ich mich immer so schön zurücklehnen und werde direkt aus meinem Tagtraum gerissen. Hier, Bums, Walderer. Oder so ähnlich. Ah, ja. Tja, ich glaube, ich muss im BIOS wirklich die andere Festplatte auswählen. Der scheint irgendwie von der Festplatte nicht starten zu wollen. Kann das sein? To das Note. Na gut, gucken wir mal rein.
Oder schaut er sich daran... Oh, guck mal, das F2 hat er erkannt. Interessant. So, Boot war da, genau. Hard Drive. Da wählen wir hier nochmal die andere aus. Bumm. Und schon schadet der Knoppix. Kubuntu, Mann. Knoppix. Oba. Blöder PC. Böser PC, mein ich doch. Blöd ist er auch, aber dafür kann er nichts. Hat nun mal kein Gehirn. So. Kubuntu for life. My friend for life. Naja, zumindest so lange, wie Kubuntu so bleibt, wie es ist. Wenn sich irgendwann Kubuntu zu einem Windows Vista entwickelt, dann, natürlich nicht mehr, ne? Müll, Abfall, die Rückblende von dem PC. Warum kann man sowas, warum schweißt man sowas ran? Also, andersrum. Warum macht man sowas nicht wieder attachable? Attachable. Behindert. So, wir haben wieder unseren Full HD Auflösung hier. Da haben wir auch unseren Jojo. Yo-Yo. Yo, ich bin der Yo-Yo. Plasma von KDE. Oje, mine. Ja, der erste Start dauert immer ein bisschen länger, weil er da noch die ganzen Benutzerverzeichnisse einrichten muss und alles Dingsgedöns. Das dauert halt leider ein bisschen länger, aber ist alles noch im grünen Bereich. Siehste, schon ist er oben. So, müsste gleich das Startmenü kommen. Da ist er schon. Und damit ist der Rechner quasi hochgefahren. Nicey dicey. Siehste, so ratzfatz ist Kubuntu und HDD. Ja. So. Compositing haben wir auch. Sehr schön. Siehst du hier an dem Schatten. Das heißt, auch Kubuntu kann mit der Grafikkarte umgehen. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Wir gucken aber trotzdem mal rein bei OpenGL. So, was zeigt er da an? Er sagt, Grafikkarte gefunden. Er sagt, richtigen Grafikkartentreiber und er sagt, wo ist OpenGL? Ach da, genau, OpenGL hat er auch. Sehr cool. Gut, das heißt, das funktioniert alles. Fehlt denn jetzt noch irgendwas? Muss doch irgendwas getestet werden? Die hier machen wir mal, blenden wir mal aus, damit der nicht durcheinander kommt. Ne? Nicht, dass er da versucht drauf zu klicken und dann, hey, warum geht das nicht? Suchen nach ist auch Bullshit. Abschnittsuche nach ausblenden, braucht keine Sau. Das hier braucht auch keine Sau. Das, naja, wenn er damit glücklich werden möchte, bitte. So. Genau. Nee, habe ich nämlich bei mir auch immer. Ich habe dieses zuletzt verwendet und suchen nach blende ich bei mir auch immer aus. Erstens suchen nach mache ich immer über Startmenü, ne, hier und dann. Weiß nicht, hier kannst du alles, hier kannst du halt nach allem suchen, ne. Und hier kannst du sogar was? Oh. Numpad ist nicht aktiviert. Eine Schande. Oh. Kannst du sogar rechnen. Mach das mal mit dem Dateimanager. So, egal. Gut, das heißt, Kubuntu funktioniert, Grafikkarte funktioniert, Audio funktioniert. Audio funktioniert. Audio HDMI hat er und Built-in Audio Device hat er auch. Cool. Das heißt, Audio funktioniert auch. Wir können es mal testen. Die Frage ist nur, wie. Ich bin gerade völlig überfordert. Was mache ich jetzt hier? Audio. 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 Yo. Achso, ich habe ja auch gar nicht, was ich abspielen kann, ne? Leider macht Kubuntu hier nicht so ein Ding, wenn man darauf drückt, oder? Macht Ubuntu so ein Ding, Kubuntu? Let's Dingling. Hm? Jetzt müsst ihr zumindest merken, dass ich vorne den Stecker reinstecke. Die Frage ist, welcher von den Steckern ist für Audio, für Kopfhörer? Der vordere. Okay, der vordere. Bin ich dumm? Wo ist denn der? Lass er doch. Ah, okay. Auch das erkennt er. Also Audio funktioniert einwandfrei. Sehr cool. Ach, siehst du, HDMI. Ist ja mein Bildschirm. Müsste ich ja hören.
wenn er da hier Audio machen kann, ne? Guck mal, noch da. So, die Frage ist, hat man bei Kubuntu standardmäßig irgendwas, was Geräusche macht? Eigentlich nicht, ne? Nö. Die Konsole macht die Geräusche, wenn man hier... die macht ja, glaube ich, keine Geräusche, ne? Wenn man hier hochdrückt zum Beispiel. Gibt es ja so manche Terminals, die machen ja so ding, 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 ding. Ha? Egal, auf jeden Fall können wir davon ausgehen, aufgrund dessen, dass die ganzen Meldungen und sowas alles kamen, dass Audio funktioniert. Er hat doch gemerkt, wenn ich vorne den Stecker reingesteckt habe, also auch das Frontpanel funktioniert. Rest können wir dann morgen testen, wenn wir denn die Programme installieren. Dann haben wir auch zum Beispiel mein Test, was denn Geräusche macht, oder irgendwelche anderen Spiele oder Videodateien, wenn wir dann YouTube öffnen können zum Beispiel. Da haben wir dann genug Sachen, die Geräusche machen können. Jetzt erstmal so müssen wir dem vertrauen, dass wenn er die Audioereignisse erkennt, dann hat bisher auch immer Audio funktioniert. Also das eine geht mit dem anderen eigentlich einher. So, dann soll ja hier alles funktionieren, ne? Cool. Rechnerzusammenbau in einer Stunde plus anderthalb Stunden. Nee, weiß ich gar nicht. Ja, also wenn man das Ganze mit der Grafikkarte, die wir dann neu positionieren mussten und sowas alles, wenn man das mal abzieht und mit dem Arbeitsspeicher, dass der nicht funktioniert hat, also das ganze Debugging und sowas alles wegzieht, dann kommt man da auf ungefähr eine Stunde Bastelzeit, wobei ich auch ganz viel geredet habe. Ja, und dann nochmal das Installieren von Kubuntu und alles, also mit über 4 Stunden etwas, naja, doch mit knapp 5 Stunden insgesamt Laufzeit aller 4 Folgen, geht doch eigentlich voll. Bin ich echt zufrieden. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt Feierabend mit der Aufnahme. Ich werde jetzt offscreen Folgendes machen, damit ihr auch seht, was ich mache. Ja. Diese Befehlskombo könnt ihr euch übrigens abschreiben. Also für die, die Linux haben, also die, die Debian-basierte Distribution haben. Könnt ihr euch folgende Tasten-Befehlskombo schreiben. Merken. Sudo apt update und sudo apt f install und sudo apt upgrade und sudo apt, was mache ich immer als nächstes? Achso, ja, genau, halt. Dist upgrade. Das ist eigentlich unnötig, aber egal. Sudo apt auto remove und im Falle von Ubuntu snap refresh. So, diese Befehlskombo könnt ihr euch bis auf den letzten mit dem snap, also den Teil könnt ihr weglassen, wenn ihr kein Ubuntu verwendet. Oder, also das braucht ihr nur, wenn ihr eine Distribution nutzt, die snap benutzt. Punkt. So, mit dieser Befehlskombo müsst ihr natürlich euer Passwort eingeben. Was war das? 270831. So. Ne? Wird natürlich das alles falsch sagen, weil ich kein Internet habe. Aber was diese Kombi macht, ist folgendes. Erst wird geguckt, gibt es denn neue Pakete im Internet? Das funktioniert hier nicht, weil ich habe kein Internet. Dann wird geguckt, anhand dessen, was jetzt an neuen Erkenntnissen reingekommen ist, kann ich, wenn vorhanden, bestimmte fehlerhaft installierte Pakete korrigieren. Ja, das heißt, wenn irgendwann mal eine Installation fehlgeschlagen ist und dabei irgendein ungültiger Zustand zurückgeblieben ist, wird er hiermit dann gefixt. Wenn das System dann wieder clean ist, werden dann neue Pakete installiert. Allerdings nur die zur aktuellen Gefühlslage gehören. Also quasi alle Pakete, die zum aktuellen Release gehören. Dann wird versucht, wenn alle Pakete installiert wurden, auf das nächste Release hochzugehen.
Soweit wie ich das verstanden habe. Manche sagen auch Dist Upgrade und Abgepackt genau das gleiche. Da habe ich widersprüchliche Angaben gefunden. Deswegen, also mit diesem Dist Upgrade mache ich auch nur der Vollständigkeit halber. In der Praxis ist bei dem Schritt noch nie irgendwas passiert. Jetzt kann es passieren, dass ihr irgendwann mal Programme installiert habt und die dann deinstalliert habt und irgendwelche Abhängigkeiten übrig geblieben sind. Die werden in dem nächsten Schritt, in dem hier, automatisch wieder entfernt. Und dann werden halt die ganzen Snap-Sachen aktualisiert. Ja? Und dieses Und sorgt dafür, dass der nächste Schritt nur dann ausgeführt wird, wenn alle bis dahin erledigten Schritte erfolgreich waren. Ja? Mit Ausnahme von dem hier, ne, man hat ja gesehen, er macht die nächsten Schritte auch dann, wenn er kein Internet hat, weil er zwar kein Internet hat, aber trotzdem konnte er die Datenbanken aktualisieren. Er konnte halt nur nichts Neues reinschreiben, weil er nichts Neues gefunden hat. Wenn er aber jetzt zum Beispiel neue Datenbanken, also wenn er jetzt sich verbinden kann mit dem Internet, dabei aber Datenbanken bekommt, die ungültig sind und damit seine interne Datenbankstruktur fehlerhaft wird oder unbrauchbar wird, dann würde er an der Stelle hier dieses Abhängigkeitenbaum wird erstellt und das hier, dieses fertig, wenn das fehlschlägt, dann wird er auch nicht mehr weitermachen. Ne? So ist die Logik dahinter. Deswegen ist das so eine Kombo. Das ist halt das Schöne an Linux. Weißt du, ich kann jetzt hier schließen und irgendwann, wenn ich einfach mal ein bisschen Langeweile habe, öffne ich das Terminal, Steuerung R, gebe ein Upgrade und drücke Enter. Und er macht genau das nochmal. Das ist halt das Schöne an diesen One-Zeilern, wo du halt unter Windows, da musst du halt zig Milliarden Klicks machen, damit er da Updates macht. Vor allem bei Windows muss er teilweise zigtausend Mal neu starten, damit er wirklich alle Updates macht und dies, das, Ananas. Und mit der Befehlskommando, wenn die einmal durchläuft, dann weiß ich, das System ist up to date. Punkt. Das ist halt geil. So. Wollte ich noch irgendwas machen? Wie kam ich jetzt auf diese Terminal-Geschichte? Achso, genau. Weil das ist, was ich jetzt offscreen machen werde. Also genau, ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Zum fünften Mal. Werde genau diese Befehlskette durchdudeln lassen. Offscreen. Ja, diese Befehlskette werde ich durchdudeln lassen. Und werde dann halt den Rechner einfach wieder runterfahren. Ja, und dann machen wir an dem Punkt dann morgen weiter mit gucken, was wir noch so installieren können, wie zum Beispiel Mindtest oder GKLM und gucken, dass auch alles klappt mit Audio, dass halt man YouTube aufrufen kann und sich Videos angucken kann. Wir müssen also noch Google Chrome installieren. Firefox ist ja drauf, ne? Genau. Wir können also schon mal zum Beispiel gucken, ob Firefox funktioniert. Also ob YouTube in Firefox funktioniert und sowas alles. Ja, diese ganzen Sachen. Ne? So, okay. Dann würde ich mal sagen, soll es das damit erstmal gewesen sein. KUbuntu läuft, der Rechner läuft. Bis jetzt. Und das ist alles, was wir erstmal... Ich spiele die ganze Zeit hier mit dieser Kackblende von dem Rechner rum. Ist das so bekloppt? Was? Genau. In der Feier. Tschüss.